Okay, ich gebe es zu. Der Titel dieses Videos hier birgt mächtig Konfliktpotenzial. Was ist denn beispielsweise mit Shogun, werden sich viele von euch fragen. Und die Antwort ist einfach. Shogun ist halt noch nicht durch. Bislang ist die Serie wirklich beeindruckend, aber ob da nicht am Ende plötzlich noch Galadriel auftaucht und am Strand von Japan entlang reitet, das können wir alle noch nicht wissen. Und Überraschung bedeutet schließlich ja auch die Diskrepanz zwischen Erwartung einerseits und dem eingetroffenen Ereignis andererseits. Und da muss ich sagen, als eingefleischter Walking Dead-Fan der ersten Stunde habe ich von dem Franchise schon seit Jahren überhaupt nichts mehr erwartet. Aus meiner Sicht war es tot. Nicht ganz so tot wie Star Wars. Long live the Empire. Aber halt auch ganz schön tot. Daryl Dixon wirkt dazwischen wie eine kleine funkelnde Perle, die übrigens auch gut für Walking Dead Einsteiger funktioniert. Das Franchise neu beleben jedoch kann auch diese Serie sicherlich nicht. Ich denke, wenn man ehrlich ist, muss man sich auch als Fan eingestehen, dass The Walking Dead schon in den ersten Staffeln erzählerisch nie besonders herausragend war. Zu soapig war die Handlung an vielen Stellen und zu dämlich waren einige Dialoge. You know, we still have 11 condoms. Yeah, you see 11 condoms, I see 11 minutes of my life, I'm never getting back. Aber The Walking Dead lieferte Horrorfilmfans das herbeigesehnte, nie endende Zombie-Apokalypse-Setting mit für das Genre nahezu sensationellen Effekten. Und es spielte gekonnt mit dem Gedankenexperiment, wie sich Menschen verändern, wenn die Zivilisation zusammenbricht. Denn das ist, was die meisten Zombie-Filmfans meiner Meinung nach eigentlich sehen wollen. Wie Menschen in absoluten Extremen reagieren und zu was sie in der Lage sind, wenn gesellschaftliche Regeln und Zwänge nicht mehr existieren. Die Gewalt in dem Genre ist also nicht nur purer Selbstzweck, sondern dient dazu, dieses Gedankenexperiment in die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele zu verlegen. Und somit war die erste Staffel von The Walking Dead für viele Zombie-Fans, also auch für mich, ein wahr gewordener Traum. Zumal Serienproduktionen damals auch nicht den hohen Production-Value hatten wie heute und The Walking Dead für damalige Verhältnisse auch wirklich richtig gut aussah. Eine Stärke der Serie war zumindest zu Beginn die Zusammensetzung des Teams, das in den ersten Staffeln aus starken Figuren bestand. Jede dieser Figuren nahm eine eigene Entwicklung. Da gab es so gut wie nie Stillstand. Carol beispielsweise war zunächst ein Niemand, verängstigt, unauffällig, von ihrem Mann unterdrückt. Von hier aus wurde sie schließlich zur gnadenlosen Killerin. Diese Entwicklung vollzog sich langsam, aber stetig, ohne spürbaren Stillstand. Die Comicvorlage, in der Carol relativ frühzeitig schon während der Gefängnispassage den Löffel abgibt, fungierte dabei als unheilvolles Foreshadowing. Aber Carol war mit der Befreiung der Gruppe aus Terminus in Staffel 5 bereits zu Ende erzählt. Alles, was danach folgte, war im Grunde eine Wiederholung. Das gleiche trifft auch auf Daryl zu, der sich anfangs von seinem Bruder Merle emanzipieren musste. Daryls Heldenreise könnte man mit Merles Tod bereits in Staffel 3 als komplettiert betrachten. Spätestens ab Staffel 5 also drehten sich die Protagonisten mit wenigen Ausnahmen nur noch um sich selber. Hinzu kam, fast jeder Hauptcharakter, der nach Staffel 5 auftauchte, ist bis zum Schluss blass geblieben und konnte nicht so recht überzeugen. Wäre es tatsächlich irgendjemanden aufgefallen, wäre Yumiko im Laufe der 11. Staffel einfach so verschwunden. Und wer brauchte schon eine Tara, einen Siddiq oder eine Kelly? Wer zur Hölle ist eigentlich Magna? Und wenn ich den Namen Heath droppe, weiß hier irgendjemand, wer damit überhaupt gemeint ist? Auch Ezekiel wirkte eher einer 90er Jahre Herkules-Serie entsprungen als einer erwachsenen Horrorproduktion mit großen melodramatischen Anteilen. Einen absoluten Tiefpunkt erreichte die Serie schließlich mit der Schlacht gegen die Saviors am Ende von Staffel 7, die wie das Ergebnis einer schnapstrunkenen Erstsemesterparty von Filmstudenten anmutete. Was tut etwa Morgan in dieser Einstellung hier?
Schießen, weglaufen, was zur Hölle soll das bitte sein? Es ist mir bis heute unerklärlich, wie eine so erfolgreiche Serie wie The Walking Dead so etwas anbieten konnte. Und es ist kein Wunder, dass infolgedessen die Quoten ins Bodenlose rauschten. Alleine während Staffel 8 halbierte sich die Zuschauerzahl fast. Yeah, the mask sucks. Auch die Spin-Offs konnten dem Franchise kein Leben mehr einhauchen. Bei Fear the Walking Dead waren die Hauptfiguren zunächst so uninteressant, dass man sie quasi alle um die Ecke bringen musste. Und World Beyond ist eine der wenigen Serien, die ich nicht mal durchgehalten habe, obwohl ich eine Rageview dazu machen wollte. Und das will was heißen. Es tut mir leid, aber irgendwann ging dieses Ding einfach nicht mehr. Es hätte mich todsicher in einen Zombie verwandelt. Kurz gesagt, The Walking Dead war tot, beerdigt und fing mit World Beyond sogar schon an, nach Verwesung zu miefen. Staffel 11 der Hauptserie war dann auch als Abschluss so enttäuschend und enthielt so viele Trash-Momente, dass man das Gefühl hatte, es handele sich eher um eine Satire. Hier beispielsweise der unglaubliche Gefängnisausbruch rund um Ezekiel, Yumiko und Stephanie. Die meiste Zeit verbringen sie wahrscheinlich damit, die Rüstung abzulegen. Tja, und schon ist das Team dank Cutter aus dem Gefängnis raus und irgendwie an die Kleider dieser Stormtrooper gekommen. Weitere peinliche Szenen aus der Staffel hatten wir übrigens seinerzeit in einem Video zusammengefasst. Link ist in der Videobeschreibung. Dass dann am Ende von Staffel 11 noch drei weitere Spin-Offs angekündigt wurden, habe ich als eine Art Leichenschändung wahrgenommen. Verhalten positiv überrascht war ich insofern von Maggies und Negans Alleingang in Dead City. Die Serie war zwar nicht gut, aber nicht so schlecht, wie ich es erwartet hätte und wusste in Teilen durchaus zu unterhalten, auch wenn diese Konstellation Maggie-Negan aus meiner Sicht schon seit Jahren deutliche Abnutzungserscheinungen aufweist. Etwas enttäuschender fiel für mich ausgerechnet das groß angekündigte Rick und Michonne Spin-off The Ones Who Live aus. Rick verkommt hier über weite Strecken in bester Indiana Jones 5 Manier in elendig langgezogenen, verquasten Dialogen zur unerträglichen Heulsuse. Hinzu kam der Umstand, dass The Ones Who Live optisch zu häufig an das World Beyond Debakel erinnerte. Now we're gonna do it mine. Bei Daryl Dixon ist die Sache nun ganz anders. Das ist ein Projekt, von dem ich sicher war, dass es einfach nicht gut gehen kann. Daryl war, wie oben schon erwähnt, seit mindestens 6 Staffeln The Walking Dead auserzählt und sein Darsteller Norman Reedus tapste gefühlt nur noch gelangweilt durch die Apokalypse und war vom schauspielerischen Ausdruck her kaum noch von einem Untoten zu unterscheiden. Und The Walking Dead jetzt auch noch nach Frankreich zu verlegen, das schien eher eine fantasielose Pornoparodie zu werden. Und genau mit dieser Erwartungshaltung ging ich denn dann auch an Daryl Dixon heran. Mit einer Erwartungshaltung wie vor The Acolyte oder wie vor der zweiten Staffel Die Ringe der Macht. Doch ich sollte eines Besseren belehrt werden. Denn Daryl Dixon ist, kurz gesagt, stark und eignet sich auch meiner Meinung nach gut für Walking Dead Neulinge. Ja, die Serie enthält auch trashige Momente und Plotholes und hat ihre Probleme, die für The Walking Dead so typisch geworden sind, aber ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Daryl Dixon die beste Walking Dead Staffel seit mindestens einem ganzen Jahrzehnt ist. Und dafür will ich euch 5 Gründe nennen. Erstens, das Setting. Daryl Dixon nutzt in nur 6 Folgen die komplette Vielfalt der französischen Landschaft aus. Wir bewegen uns mit Daryl zunächst durch die beeindruckende Berglandschaft der Pyrenäen. Wir erleben die leergefegten Straßen französischer Kleinstädte, aber auch die von Paris, sehen den zerstörten Eiffelturm und enden schließlich an den Stränden der Normandie. Teile der Handlung spielen aber auch in einem Underground-Club, in verlassenen Ruinen und in einem alten Kloster.
Das sorgt für Abwechslung und hebt sich deutlich von anderen The Walking Dead Produktionen ab, die oft sehr, sehr lange an einer einzelnen Location verweilen, wo die Handlung dann auch noch künstlich gestreckt wird. Daryl Dixon bietet uns mit fast jeder Folge ein neues, hochinteressantes Szenario. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass wir all diese Orte gemeinsam mit Daryl entdecken. Anders als etwa bei The Ones Who Live werden wir nicht in Szenarien geworfen, in denen der Protagonist schon lange Zeit verbracht hat und wir müssen uns die Beziehungen zwischen den Personen zusammenreimen, sondern wir lernen die Umgebungen, die Figuren und die Regeln jeder Umgebung ganz organisch über Daryl kennen. Das bringt uns ihm und der Handlung auf natürliche Weise näher. Zweitens, die Hauptcharaktere. The Walking Dead litt zuletzt an zu vielen Figuren, die zu stark auserzählt waren. Bei Daryl Dixon haben wir nun maßgeblich einen Protagonisten und bleiben eng bei ihm. Das tut der Serie merklich gut und ich war ehrlich gesagt erstaunt, wie viel Potenzial noch in einem scheinbar so auserzählten Charakter wie Daryl steckt. Norman Reedus darf hier einmal einen Actionhelden nach altem Strickmuster spielen. Er erinnert mich in seiner Kauzigkeit und seinem animalischen Überlebensdrang ein wenig an einen jungen Clint Eastwood, ohne jedoch dessen Ausstrahlung zu erreichen. Der schweigsame Cowboy, der aber schließlich zum Helden wider Willen wird, das ist ein einfaches Schema, das immer noch funktioniert, zumal es heute kaum noch Anwendung findet. Da Daryl bekanntermaßen ein eher wortkarger Zeitgenosse ist, fallen die Dialoge auch tendenziell knapp aus und das ist ein großer Vorteil gegenüber so ziemlich jeder anderen Walking Dead Serie. Wo beispielsweise Rick und Michonne in The Ones Who Live teils unerträglich lange verheulte Dialoge ausfechten, I can't live without you, without you, I die. Till my last breath I am yours. Kommuniziert Daryl maßgeblich über Blicke und Gesten. Es wird also weniger erzählt und mehr gezeigt. Die Kommunikation rückt in den Subtext des Schauspiels, wodurch die Serie fast schon einen Arthouse-Touch bekommt. Die Dame an Daryls Seite ist die Nonne Isabelle, gespielt von Clémence Poesy, die wir maßgeblich aus den Harry Potter-Verfilmungen als Fleur Delacour kennen. Und diese Figur ist aus meiner Sicht ein absoluter Gewinn. Isabelle ist charismatisch, hat eine interessante Hintergrundgeschichte, ist weder die Damsel in Distress noch galadrealisiert, sondern eine gelungene Mischung aus Entschlossenheit und Verletzlichkeit, Güte und Verschlagenheit. Aus meiner Sicht harmoniert sie mit dem schweigsamen Daryl in ihren Gegensätzen deutlich besser als beispielsweise eine überpowerte Carol. Drittens, religiöse Symbolik. Meiner Meinung nach sind Horrorerzählungen meist dann besonders stark, wenn sie religiöse Bezüge beinhalten. Stephen Kings Romane beispielsweise quillen oft über von christlichen Anspielungen. Oft sind religiöse Fanatiker die Antagonisten. And God made Eve from the rib of Adam. And Eve was weak and loosed the raven on the world. And the raven was called sin. Oder es werden biblische Narrative aufgegriffen. Auch die großen Zombie-Film-Klassiker haben es vorgemacht. Nicht grundlos verlegte George A. Romero die erste Szene seines unsterblichen Night of the Living Dead auf einen Friedhof. Religiöse Symbolik gibt der schaurigen Erzählung einfach mehr Fantasieraum. Sie spricht Archaisches in uns an, wirkt mysteriös, alt, bedrohlich, morbide und faszinierend. Meist auch auf jene, die nicht gläubig sind. In The Walking Dead gab es auch hin und wieder religiöse Andeutungen, aber nie in der Intensität und Konsequenz wie bei Daryl Dixon. Die Serie beginnt in der Nähe des französischen Wallfahrtortes Lourdes, in dem laut Legende Mitte des 19. Jahrhunderts die junge Bernadette Soubirous eine Marienerscheinung gesichtet haben will. Ich selber war übrigens erst noch kürzlich in Lourdes und auch wenn ich selber nicht gläubig bin, war ich durchaus fasziniert von der geheimnisvollen Ausstrahlung dieses wunderschönen Ortes, auch wenn die Abzocker-Souvenirläden da ganz schön auf die Stimmung drücken. Daryl Dixon saugt jedenfalls die Atmosphäre der düsteren Klöster und Ruinen der Region auf, zieht klare Parallelen zur Offenbarung des Johannes und reichert das The Walking Dead-Universum subtil um vorsichtige metaphysische Andeutungen an
ohne da jedoch wirklich religiös zu werden. Damit wird das Franchise auf eine ganz neue Ebene gehoben und das ist eine Ebene, die eben noch nicht auserzählt ist. Viertens, die kleinen Geschichten in der Geschichte. Dadurch, dass Daryl Dixon sich auf wenige Hauptfiguren konzentriert, entsteht viel Raum für Atmosphäre und kleine abgeschlossene Erzählungen am Rande. Daryl trifft auf Personen, die wir kurz im Rahmen einer kleinen abgeschlossenen Geschichte begleiten. Das macht's interessant, atmosphärisch, dicht und manchmal auch emotional. Diese kleinen Geschichten sind durchaus fantasievoll und regen zum Nachdenken an und man fragt sich, warum die große Hauptserie so etwas schon seit Jahren nicht mehr auf die Kette bekommt. Im Zuge einer solchen Geschichte wird auch ein mögliches Heilmittel gegen die Zombie-Seuche ins Spiel gebracht. Der Vergleich zu Last of Us drängt sich nahezu auf und was die Begründung des möglichen Heilmittels angeht, hat Daryl Dixon aus meiner Sicht sogar die Nase vorn. Denn hier wird die potenzielle Erlösung wesentlich klüger und weitaus dramatischer implementiert. Fünftens, die Kürze der Staffel. Daryl Dixon umfasst, wie auch Dead City oder The Ones Who Live, nur 6 Folgen. Das tut der Handlung gut. Sie wird dadurch schneller, abwechslungsreicher und runder. Die Walking Dead Staffeln, die über 20 Episoden umfassten, sind im Vergleich furchtbar gestreckt und drehen sich über weite Passagen immer nur im Kreis. Die neuen Serien haben nun den Vorteil, dass sie mit prägnanten Geschichten auf den Punkt kommen können. Aber ja, natürlich, auch Daryl Dixon hat Probleme. Beispielsweise in einer schwachen Antagonistin, unglaubwürdigen Actionszenen, peinlich anmutenden Kämpfen und ein paar Logiklöchern, die schon richtig wehtun. Als Daryl beispielsweise auf eine Gruppe Jugendlicher trifft, die zurückgezogen im Verborgenen leben, greifen sie ihn völlig grundlos an und geben somit faktisch ihre Tarnung auf. Sowas ist unnötig dämlich und mit der unglaubwürdigen Jugendkombo droht die Serie denn auch qualitativ zu kippen, aber glücklicherweise ist diese Passage nur von kurzer Dauer. Zu dumm, um richtig gut zu unterhalten, ist denn auch Daryls Verhalten in Kampfsituationen. Zu oft tut er etwas, was man eben nicht tun sollte, wartet ab und glotzt erstmal nur, bis seine Gegner zur vollen Stärke gereift sind. Das alles kennen wir aber auch von den anderen Walking Dead-Auskopplungen und das gehört nun mal mittlerweile, leider muss man sagen, irgendwie dazu. Insgesamt aber muss ich zugeben, dass ich wirklich überrascht war. Daryl Dixon wirkt so viel besser, schon alleine was die Kameraarbeit betrifft, als das, was The Walking Dead in den letzten Jahren zu bieten hatte. Die Serie funktioniert als kleine Perle in einem mittlerweile ausgelutschten Franchise. Leider aber, und das ist wohl der größte Schmerzpunkt, wird Daryl in der Serie nicht zu Ende erzählt. Sein Handlungsstrang wird sich erneut mit dem von Carol kreuzen in der nächsten Spin-off-Serie Book of Carol. Dass das nicht gut gehen kann, liegt leider auf der Hand. Somit wird die Daryl Dixon-Serie meiner Meinung nach wohl nicht dazu beitragen können, The Walking Dead insgesamt wiederzubeleben, sondern bleibt das, was sie ist. Ein kleines Juwel, das alleine für sich stehend funktioniert und das die einzige Walking Dead-Auskopplung seit vielen, vielen Jahren ist, die ich wirklich weiterempfehlen würde. Somit wird die Daryl Dixon-Serie meiner Meinung nach wohl nicht dazu beitragen können, The Walking Dead wiederzubeleben, sondern bleibt das, was sie ist. Ein kleines Juwel, das alleine und für sich stehend funktioniert und das die einzige Walking Dead-Auskopplung seit vielen Jahren ist, die ich tatsächlich weiterempfehlen würde. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr Walking Dead-Analysen von den Movie-Amps sehen wollt, dann aufgepasst! Am morgigen Dienstag veranstalten wir einen Livestream zu The Ones Who Live, Dead City und Daryl Dixon. Start ist 20.15 Uhr auf dem YouTube-Kanal Amps Live. Am besten das Abonnieren nicht vergessen. Falls euch das Video gefallen hat und ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne unter der PayPal-Adresse movieamps@gmail.com tun. Und natürlich unterstützt ihr uns auch, wenn ihr uns bei Twitter, Facebook, Instagram und TikTok folgt. Ja, tatsächlich sind wir da überall. So ein Stress.